Es ist das große Finale der Fußball-WM 2014. Deutschland gegen Argentinien. Das Team von Joachim Löw geht am Sonntag als Favorit ins Endspiel in Rio de Janeiro. Im legendären Maracanã greift die DFB-Elf erstmals seit 24 Jahren wieder nach dem WM-Titel. Die Zuversicht ist nach der 7:1-Gala gegen Brasilien größer denn je. Doch, dass es so einfach wird wie im Halbfinale, daran glaubt niemand. Was wir fußballerisch und kämpferisch in unserem Rucksack haben, werden wir auspacken. Ich weiß nicht, welche Art von Spiel das es werden wird. Ich gehe nicht davon aus, dass es zur Halbzeit 5-0 steht, auch wenn es vielleicht schön wäre. Aber das ist nicht sehr realistisch. Es kann auch ein enges Spiel werden wie gegen Frankreich oder gegen Algerien. Wir werden auf jeden Fall, egal wie eng und wie kritisch die Situation ist, ruhig bleiben, wie wir das in den anderen Spielen auch gemacht haben. In der Neuauflage der Endspiele von 1986 und 1990 muss die DFB-Elf gegen die Albi Celeste alles abrufen. Eine sichere Defensive, einen kontrollierten Spielaufbau, viel Laufarbeit und Durchschlagskraft im Angriff. Und falls das alles noch immer nicht genug ist, dann hat die Mannschaft von Joachim Löw seit diesem Turnier auch wieder eine Geheimwaffe. Wenn das nicht hilft, dann machen wir halt ein Standardtor. Sind wir ja neuerdings die Könige, ne? Bereits 6 Treffer hat das Team in Brasilien nach einem ruhenden Ball erzielt. Eine Stärke, die sich sicherlich auch in Argentinien rumgesprochen hat. Die Gauchos aber verlassen sich bei ihrem Traum vom 3. WM-Titel ganz auf ihren Superstar. Lionel Messi hat mit 3 Toren erheblichen Anteil am Finaleinzug der Südamerikaner. Allerdings wartet er in der K.O.-Runde noch auf einen Treffer. Im Finale möchte das bisher wenig überzeugende Team von Nationaltrainer Alejandro Sabella von seiner Außenseiterrolle profitieren. Auf der einen Seite hilft es uns sicherlich, dass der ganze Druck auf den Deutschen liegt. Aber wir stehen ebenfalls nicht zufällig in diesem Finale. Wir haben bisher eine großartige WM gespielt. Ein Finale ist immer etwas Besonderes und wir werden alles tun, was uns möglich ist, um es zu gewinnen. Erstmals seit der Finalniederlage 1990 und zum 5. Mal insgesamt steht Argentinien in einem WM-Endspiel. Für Deutschland ist es bereits das 8. Mal. Und am Sonntag soll endlich der 4. Weltpokal her. Eines aber hat die Mannschaft schon vor dem großen Finale sicher: den Stolz ihrer treuen Anhänger für ein herausragendes Turnier.